Hallo, hier ist Nadine von Aquasoft. Wie ihr vielleicht schon am Intro gerade gemerkt habt, soll dieses Video mal ein bisschen entspannter sein und nach all den etwas ausführlicheren Ausflügen in die Aquasoft-Bastelwelt möchte ich euch heute mal mitnehmen und was machen, was bestimmt viele von euch mal nebenbei in 5 Minuten nachmachen können. Und was einfach ein schöner Effekt ist, egal welche Fotos ihr da gerade habt. Ich habe ganz schöne Fotos gefunden hier aus Berlin. Und dann habe ich so einen Waldweg, der ganz rot und orange erleuchtet gefunden. Und dann nochmal sowas wie eine Erinnerung an den Sommer, wo jemand mit einem Strohhut aufs Feld blickt. Ja, was ist denn überhaupt das Besondere daran? Ich spiele das mal kurz ab. Und zeige es euch nochmal ganz in Ruhe. Ich habe jetzt pausiert und kann den Playhead hier bewegen. Da seht ihr, dass das Bild oder die Bilder, es sind ja eigentlich zweimal das gleiche Bild, hier so schräg sind und die Kamera fährt raus, sodass ihr mehr von dieser Bildkombination seht. Und hier im nächsten Teil gibt es dann eine ganz weiche Überblendung. Und auch hier dreht sich der Blick so ein bisschen und ihr geht mehr in die Totale. Und hier habt ihr dann auch wieder diese Drehung. Es sind also zwei Sachen, die wir hier machen. Einmal haben wir einen gedrehten Kameraschwenk. Ja, Kameraschwenks lassen sich drehen. Es wird oft, glaube ich, manchmal übersehen, aber es ist doch ganz schön, dass das geht. Und wir haben den Layout-Effekt. Der Layout-Effekt ist eine ganz schöne Sache, die in Version 12 dazugekommen ist und wir benutzen den hier auf eine ganz simple, lockere Art. Ich würde mein Beispiel jetzt hier einfach mal löschen und nochmal ganz von vorne mit euch beginnen. Ich nehme mir gleich einfach mal den Layout-Effekt. Den findet ihr hier bei den Objekteffekten. Ich ziehe mir den einfach in die Timeline. Da ist er auch schon. Und dann habe ich mir hier noch ein paar schöne Bilder zusammengesucht. Ja, nehmen wir doch einfach mal dieses hier, was ich schon im Beispiel hatte. Das füge ich jetzt einfach ein. Und ihr seht ja, bei mir hat es Alpha Blending. Das könnt ihr auch drin lassen, wie ihr möchtet. Ich nehme es jetzt einfach nochmal raus, weil ich die Überblendung später auf eine andere Art mache. Und dann füge ich das Bild einfach noch ein zweites Mal ein. Und damit es die Einstellung beibehält, die ich eben schon getroffen habe, drücke ich einfach die Steuerung-Taste und ziehe das hier in eine neue Spur. Jetzt drücke ich nochmal die Steuerung-Taste, dann sind beide Bilder markiert und ich kann dann hier in den Eigenschaften einfach die Länge auf 10 Sekunden mal stellen. So, jetzt liegen die Bilder ja im Layout-Effekt, wir sehen aber noch nicht viel davon. Da klicke ich jetzt einfach hier mal auf den Rahmen des Layout-Effektes, der in der Timeline liegt. Und dann seht ihr ja hier schon, ja, ich habe das jetzt einfach mal Diptychon genannt, weil das so ein doppeltes Bild ist. Man könnte auch zwei verschiedene Bilder, die ganz gut zusammenpassen, nebeneinander legen. Das würde dann so aussehen. Wie ihr es auch macht, ihr müsst dann hier den Rand und den Zwischenraum einfach wegnehmen. Und dann gehen diese wirklich schön ineinander über. Ich werde jetzt mal wieder das Originalbild, was ich vorher hatte, hier reinnehmen. Und jetzt seht ihr ja so richtig, es ist noch nicht das Wahre, ein bisschen was fehlt noch. Und das ist die Drehung. Nämlich eins der Bilder muss spiegelverkehrt sein. Da habe ich jetzt hier immer das zweite genommen. Einfach hier geht ihr mit der rechten Maustaste rauf und dann wählt ihr einfach Bild bearbeiten. Hier hat sich jetzt der Bildeditor geöffnet und da könnt ihr einfach nur auf Flipper, das heißt vertikal spiegeln, einfach raufklicken. Dann mit OK bestätigen. Dann schauen wir uns nochmal das Ganze an hier. Jetzt seht ihr, sind die beiden Fotos so ein bisschen zusammengerückt, sodass das auf den ersten Blick schon fast aussieht, als wäre das wirklich ein Gebäude. Und gerade nochmal mit der Spiegelung im Wasser hat es nicht mehr was Doppeltes, sondern schon was Vierfaches.
Ich finde es in diesem Fall ganz schön und man guckt einfach mal zweimal hin. Damit haben wir es eigentlich schon. Jetzt klappe ich mal den Layout-Effekt ein, gehe mit der rechten Maustaste hier rauf und wähle mal Kopieren. Und dann kann ich es einfach mit Steuerung V zum Beispiel nochmal einfügen. Und dann kann ich hier auch nochmal das Bild tauschen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel mal dieses schöne Bild hier nehmen. Jetzt brauchen wir nur noch die Drehung und anschließend kümmern wir uns dann um den weichen Übergang. Für die Drehung klicke ich mal wieder hier auf das erste und dann wechsle ich mal in den Kameraschwenkmodus. Das geht hier über das Kamerasymbol. Dann verkleinere ich jetzt den Positionsrahmen. Je nachdem, wie dramatisch ihr das haben wollt, müsst ihr es kleiner oder größer machen. Wenn es so ganz subtil sein soll, dann kann der Rahmen ruhig etwas größer bleiben. Ich habe jetzt den Rahmen versucht so zu ziehen, dass er zumindest diese Gebäude hier umfasst oder dieses eine Gebäude. Und dann habt ihr hier oben diesen Punkt, an dem ihr das drehen könnt. Wenn die Drehung nicht ganz so drastisch sein soll, bei mir sind jetzt 11,29 Grad eingestellt, wenn ihr das ein bisschen geringer einstellen wollt, den Winkel, dann benutzt einfach die manuelle Eingabe oder mit einem Doppelklick hier auf das Bild oder auch über Ansicht Steuerelemente, wie ihr es auch macht. Wenn ihr die offen habt, dann geht ihr bei Drehung zur Z-Achse und dann könnt ihr zum Beispiel was Geringeres eingeben wie 3 Grad. Wenn ihr die Drehung und den Bildausschnitt habt, den ihr euch so vorstellt, dann könnt ihr hier über das Plus eine neue Marke hinzufügen. Und diese neue Marke, beziehungsweise das, was in dem Positionsrahmen dann hier zu sehen ist, das ist auch das Bild, wo die Kamera dann zum Schluss hinführen wird. Ja, eigentlich möchte ich, dass das den ganzen Rahmen umfasst. Also mache ich mal hier einen Rechtsklick rauf, gehe auf Positionsrahmen und dann sage ich einfach Vollbild skalieren. Und wir wollen nicht, dass diese Bewegung nur 2 Sekunden dauert. Wir wollen die schön ruhig haben. Also gebe ich doch jetzt einfach mal 10 Sekunden ein. Mal sehen, wie das wirkt. Ja, schön langsam, schön ruhig, sodass man das Bild auch nochmal genießen kann. Und damit wir uns jetzt die ganze Arbeit auch sparen und das nicht nochmal machen müssen, können wir einfach mit der rechten Maustaste hier sagen, Pfad kopieren. Dann gehen wir auf den nächsten Layout-Effekt, sagen Pfad einfügen. Und wenn euch das zu langweilig ist, dass es an der gleichen Position startet, könnt ihr das auch noch mal ein bisschen ändern, so wie ich das gerade gemacht habe. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt hatte ich euch ja noch gesagt, dass wir einen schönen Übergang schaffen wollen. Dazu müssen beide Layout-Effekte in einer eigenen Flexi-Collage stecken. Die Flexi-Collage, die findet ihr hier oben bei den Standardobjekten. Zieht euch die einfach hier in die Timeline und dann den Layout-Effekt da rein. Oder ihr könnt es auch hier einfach einpacken. Ja, wir brauchen jetzt eine Überblendung und eigentlich braucht auch wirklich nur die zweite Flexi-Collage eine Überblendung. Ich habe jetzt bloß beide in eine Flexi-Collage gemacht, falls man das nochmal ändern will oder kopieren will oder die Reihenfolge ändern möchte. Ihr geht dann einfach bei Überblendung auf zum Beispiel Alpha-Blending. Also jetzt ist die eine Bewegung zu Ende und der Übergang war gerade da zu sehen. Ja, ihr seht schon, viel passiert hier nicht, aber ich finde auch, das muss nicht immer sein. Es kann auch mal ganz dezent sein und ich freue mich auch, wenn euch diese einfachen Ideen weiterhelfen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.